Und damit ist der Ring freigegeben für die Herren, deren Leben eine Scheibe ist. Also das Diskusfinale der Männer jetzt als abschließende Disziplin im Streaming 1 und den Auftakt macht dieser Mann, Maximilian Klaus vom LAC Erdgas Chemnitz. So, 60,6 Meter, die erste Leistung in dieser Konkurrenz. Das wird am Ende nicht für einen Medaillenrang reichen. Soweit würde ich mich hinauswagen wollen. Aber gehört auch nicht zum Favoritenkreis. Auch Mertenhove vom SV Halle. Zählt nicht unbedingt dazu. Spannend wird dann vor allen Dingen der erste Auftritt in dieser Saison des kommenden Athleten. Der erste Auftritt von ihm, vom Olympiadritten von 2016. Daniel Jasinski, TV Wattenscheid 01, hatte sich einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zugezogen und tritt jetzt zum ersten Mal in dieser Saison im Wettkampf an. Ja, und der kann's noch. Also hat's nicht verlernt. Direkt ran an diese gelbe Linie, die WM-Norm von 65 Metern markiert. Hat logischerweise noch keine Norm erfüllen können. Wichtig ist erstmal, dass er gesund bleibt. Damit hatte auch Christoph Harting seine Probleme. Vom Gang müssen wir uns bei Daniel Jasinski jetzt deswegen keine Sorgen machen. Der geht immer so ein bisschen mit den Füßen nach außen gedreht. Henning Prüfer, der nächste Mann im Ring. Gerade Dritter bei den Studentenweltmeisterschaften geworden in Neapel. 63,52 hat er dort geworfen. Das war eine persönliche Bestleistung. Da fehlt jetzt noch ein gutes Stück. 58,60 zum Auftakt für Henning Prüfer, den Mann vom SC Potsdam. Lukas Koller ist der Nächste. Auch einer aus der relativ großen Mannschaft der LG Stadtwerke München. Auch wenn da sich ein bisschen was geändert hat. 400-Meter-Sprinter abgewandert zum TSV Gräfelingen. Henrik Janssen ist der Nächste. Auch einer von 91 der Gruppe rund um Armin Lemme und Vereinskamerade von ihm hier, David Wrobel, der in dieser Saison wieder gut reingefunden hat. In Schönebeck Saisonbestleistung erzielt, 65,86. Das hat Erinnerungen geweckt ans Vorjahr, wo er da auch
zum Auftakt ins Sportjahr 2018 seine persönliche Bestleistung erzielte. Der war gut zum Auftakt für David Wrobel. Im Stadion hat er oft seine Schwierigkeiten gehabt auf der freien Wiese. Wenn die Thermik anders arbeitet, hat er schon manchmal es ein bisschen leichter gehabt. Aber super Typ, hat damals einen Jubelsprint hingelegt in Schönebeck bei seiner Bestleistung wie Jürgen Klopp an der Außenlinie. Also kann sehr unterhaltsam sein, der David Wrobel, der ursprünglich ja aus Baden-Württemberg stammt, aber wegen der sportlichen Leidenschaft dann nach Magdeburg gegangen ist. Und dann haben wir seinen Vereinskameraden Martin Wierich. Noch nie war er deutscher Meister. Das will und kann er heute ändern. Der war noch nicht so gut. Reicht nicht für die Führung, die sein Vereinskollege David Wrobel immer in der Hand momentan. So, er hat es auch nicht weit, der Mann vom SCC Berlin, Torben Brandt, Vereinskamerade von Christoph Harting, der dann gleich zu sehen sein wird. Torben Brandt. Keine 60 Meter für ihn, aber das ist auch schon ein Bereich, der für ihn grenzwertig ist. 60-80 in dieser Saison erzielt, also geht in Ordnung zum Auftakt für Torben Brandt. Position 4 derzeit mit 58,69 Meter. Und dann also der Mann, der so polarisiert, der Mann, der immer wieder irritiert mit durchaus streitbaren Aussagen, der aber auch zum Nachdenken anregt, der vieles hinterfragt, bei vielem nonkonform geht. Christoph Harting, Olympiasieger von 2016, erster Versuch, schon mal gut rausgefeuert und auch ran an diese 65 Meter. Die gute Nachricht für ihn, dieser Diskus ist nicht hängen geblieben, oben im Netz oder gegen den Pfosten geflogen. Das war ja vergangenes Jahr bei den Europameisterschaften in der Quali das Problem, als er hängen blieb und gar nicht ins Finale vordringen konnte. Der war zwar ungültig jetzt, aber es hat einen anderen Grund. Insofern ist nicht das gleiche Muster wieder abgerufen. Und dann also Hennings Bruder, Clemens Prüfer. Gerade Zweiter geworden bei den U23-Europameisterschaften in Gävle. Mit 62,15, der war jetzt total verunglückt. Logisch, dass er da vorne rausgeht. Nee. Oder lässt er den tatsächlich messen? Ja, ich glaube schon. Er weiß, wofür es noch gut ist, ne? Denkt er sich vielleicht. Ja, 53,09. Wenigstens eine Basis für Clemens Prüfer, der zusammen mit seinem Bruder hier 2007 im Olympiastadion schon im Rahmenprogramm des ISTAF, das übrigens in 4 Wochen wieder stattfindet, am 1. September live im ZDF dann zu sehen. Da waren die damals im Vorprogramm, die Prüferbrüder, bei Deutschland sucht den Supersprinter. Sind sie nicht ganz weit vorne gelandet, aber haben ja auch dann einen etwas anderen Karriereweg eingeschlagen. Eben nicht das gerade Auslaufen für sich bevorzugt, sondern eher das Durchdrehen für sich entdeckt im Diskusring. Maximilian Klaus.
59-75 in Durchgang Nummer 2 für ihn. Und was soll ich sagen? 2 von 3 Favoriten oder alle beide, die in Rio was gewonnen haben, nämlich Daniel Jasinski und Christoph Hartin, haben bislang keine Weite stehen, weil ungültige Versuche. Daniel Jasinski, der kann das jetzt ändern. Und ich bin sicher, er hat zwischendurch mit seinem Vater auf der Tribüne gesprochen. Miroslav Jasinski, früher selbst Diskuswerfer, seit Jahr und Tag der zuständige Coach im Wurfbereich für den TV Wattenscheid 01. Hat schon die Kugelstoßer Johnny Reinhardt, Oliver Sven-Buder betreut und zahlreiche andere Werfer. Ja, ist nicht so leicht, wieder reinzufinden nach so langer Verletzungspause, und insbesondere die Adduktoren sind natürlich bei der Rotationsbewegung der Diskuswerfer besonders beansprucht. Und jetzt ist er schon unter Zugzwang. Der dritte sollte sitzen, denn sonst ist schon Feierabend, weil hier sind insgesamt, wenn ich das richtig sehe, genau 11 Werfer mit dabei und weitere 3 Versuche bekommen ja nur die ersten 8. Ja, der erste 60er für Henning Prüfer, das war auch schon mal eine gute Grundlage nach seinen 63-52 aus Neapel. Bronze gewonnen da, wie schon gesagt, bei der Universiade. Also kommt eigentlich geschwind hier nach Berlin. Ob das für Lukas Koller auch gilt. Viel weiter als hier in dieser Konkurrenz hat er in dieser Saison noch nicht geworfen. Ja, 1,5 Meter mehr, aber der war es jetzt nicht. Zu steil angestellt, das Ganze. Und schon wird aus Koller ein Harderer. Henrik Janssen hat so eine kleine Pause in seiner Rotationsbewegung, habe ich den Eindruck. Durchaus temporeich, aber alles ein bisschen unrund. Es geht ja darum, den Beschleunigungsweg möglichst lang zu gestalten. Und dennoch nicht zickzack da durch den Ring sich zu drehen, sondern möglichst geradlinig von der hinteren Kante nach vorne zu kommen, denn genau dann wird in der Rotationsbewegung der Weg in der Summe der längste sein. Und je länger das 2 Kilogramm schwere Wurfgerät beschleunigt werden kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, natürlich im Zusammenspiel mit anderen Faktoren, dass die Scheibe eben sehr weit fliegt. David Wrobel. Er fliegt hoch, aber stürzt auch einigermaßen ab. Also keine Verbesserung für den Mann des SC Magdeburg. Macht er ungültig, David Wrobel. Bin gespannt, ob er die Kurve kriegt. Und Martin Wierig, da bin ich noch viel gespannter. Immer war irgendein Harting vor ihm.
fünfmal Robert Harting, der ja vergangenes Jahr hier beim ISAF seine Karriere endgültig beendet hat, nachdem er bei der EM nochmal sich achtbar geschlagen hatte. Und Christoph Harting, der hier auch im Wettbewerb ist, war einmal vor ihm. War bei 12 internationalen Meisterschaften im deutschen Dress dabei, aber noch nie deutscher Meister. Und heute hat er die Chance. Aber ob das jetzt die Führung war, ich glaube eher nicht. Ungültiger Versuch für die beiden Magdeburger jetzt im zweiten Durchgang für Wrobel und Wierig. Bleibt bei Position 2 momentan. Das wäre, ist noch sehr früh in der Konkurrenz, aber das wäre schon sehr bitter, wenn jetzt David Wrobel ohne dass Christoph Harting eine Weite bislang stehen hat. Zweiter Liebe, aber ich bin sicher, Christoph Harting wird noch liefern. So, Torben Brandt eröffnet wieder das Berliner Duett. Bevor dann Christoph Harting, der ja wieder mit dem ein oder anderen Interview für Unverständnis und Kopfschütteln gesorgt hat, indem er den Leistungssport für junge Menschen infrage stellt, die, wie er selbst, ihre Jugend aufgeben. Er hat das inzwischen auch etwas differenzierter nochmal nachgeschoben. Aber jetzt wollen wir erstmal sehen, wie weit das Ding fliegt. Wenn er einen trifft, kann er das richtig gut. Und der war ungültig. Ich hoffe nicht, dass er sich da ernsthaft wehgetan hat. Hat sich ja in letzter Zeit mit Rückenproblemen geplagt. Wurde er spät behandelt, dann schleichen sich natürlich technische Fehler ein. Allein in der ersten Phase, sagt er, sind 32 Fehler möglich. Also insgesamt kommt man da locker auf 100 Fehlerquellen bei dieser Rotationsbewegung, die tatsächlich sehr, sehr komplex ist. Das ist eben eine Disziplin, die Koordination, Kraft, Schnelligkeit, Akrobatik beinahe abfordert und die eben viel mehr verlangt als nur rohe Gewalt. Das Feingefühl, dass man diesen oft deutlich über 100 Kilo schweren Männern nicht direkt ansehen mag, das ist schon eines der Schlüsselkriterien. Und die genötige Lockerheit, die David Wrobel zeigt. Berühmte Netz im Weg. Das haben wir letztes Jahr bei Christoph Harting allzu oft gesehen, als er in der Qualifikation hängen blieb. Das wurde von vielen belächelt, die gesagt haben, der soll sich doch einfach nur ein bisschen anders hinstellen. Dann fliegt der Diskus nicht so weit rechts raus, sondern etwas mittiger. Er sieht das natürlich naturgemäß anders, hat das erklärt, ist auch
von seinem Trainer Thorsten Lönnfors bestätigt und bekräftigt worden, der das auch komplexer beschreibt. Er sagt, wenn er die Bewegung vernünftig zu Ende durchzieht, dann passt das schon. Und jetzt hat Daniel Jasinski den Druck. Der flattert, aber der passt und der reicht für weitere drei Versuche. Denn der geht über 60 Meter. Also auf den Haudegen ist Verlass. Man sieht auch, dass da natürlich einige hundert Würfe, wenn nicht gar tausend oder tausende fehlen. Hat eh ein Limit durch Probleme im Fuß. Kann er sein Potenzial technisch gar nicht ganz ausschöpfen. Aber das begleitet ihn schon. Damit ist er auch Olympiadritter geworden. Henning Prüfer. So, und dann sind wir bei Lukas Koller, der vorhin so unzufrieden war, klar. Dieses Jahr 58,83. Auch er will seine Saisonbestleistung hier aufstellen. Und das könnte es gewesen sein. Zumindest ist er wieder mal in dem Bereich. Aber ganz hat es wahrscheinlich nicht gereicht. Oder eher gar nicht, denn auch dieser Versuch ist ungültig. Also, dann ist Henrik Janssen wieder dran, der auch schon gut 2 Meter weiter geworfen hat. Relativ weit rechts raus, aber gerade noch so im Sektor gelandet. Gültiger Versuch für den dritten Magdeburger hier im Bunde. Ja, also noch gibt es eigentlich da keinen Diskussionsbedarf. Erstmal müssen alle ihren dritten Versuch absolviert haben. Christoph Harting, der hier eigentlich nur antritt, so hat es Thorsten Lönnfors nochmal gesagt, weil das zu seinem Job gehört. Also die ganz große Leidenschaft, so hat man manchmal den Eindruck, ist das eh nicht für ihn. Er macht es halt, weil er es kann. Und redet auch immer noch und immer mal wieder von den 80 Metern, was dann hin und wieder etwas schräg wirkt, wenn er wie jetzt in diesem Bereich unterwegs ist. Aber es ist alles generalstabsmäßig und langfristig geplant und aufgebaut, heißt es dann logischerweise immer. Und ich hoffe und glaube auch, dass das wieder besser wird bei ihm. Ob es dann 80 Meter werden, da muss schon vieles passen. Zumindest den Weltrekord von Jürgen Schulz. Den will er tatsächlich mal angreifen. 74,8 Meter aus vergangenen Zeiten. Auch das ganz schön heftig.
So, und die Diskuswerfer brauchen noch ein bisschen Geduld, denn der Wettkampf war noch unterbrochen. Aber jetzt macht sich David Wrobel, der Vereinskollege von Martin Wierich, denn der dann im Anschluss dran ist, wieder bereit. Jetzt kann nach dem deutschen Rekord von Konstanze Kloster helfen über die 5000 Meter, den Sie im anderen Stream oder im Fernsehen in der Sportschau gesehen haben. Der Diskuswettbewerb gerne wieder an Fahrt aufnehmen. Das war aber keine Verbesserung für David Wrobel, der ja immer noch in Führung liegt mit seiner Bestweite aus Durchgang Nummer 1 mit 63,87 Meter. Und jetzt zwei ungültigen Versuchen. Martin Wierich, jetzt bin ich gespannt, ob da mal so ein bisschen der Knoten platzt. Hat ja eigentlich eine gute Saison, relativ konstant. Aber er ist inzwischen so ein bisschen ein Mann des letzten Versuches geworden. Zumindest hat er in dem einen oder anderen Wettkampf in Halle und Rehling beispielsweise im sechsten Versuch seine Bestweite erzielt. Ja, ein Spiel dauert eben noch 7 Minuten. Ne? Ja, wieder ordentlich, aber noch nicht das, was er sich selber wohl auch erhofft. Manchmal hat man so den Eindruck, wobei das im Ring eher nicht gilt, aber wenn man ihm so begegnet im Gespräch beim Händedruck, dass ihm möglicherweise der letzte Killerinstinkt, der Punch, fehlen mag. Aber das ist ein bisschen vermessen, das von hier oben zu beurteilen. Da ist ja schon eine gewisse Wucht dahinter. Da möchte man nicht im Weg stehen, wenn da der Wurfarm mit dem Gerät um die Ecke schnellt. Also 63-68 Verbesserung für Martin Wierich, aber immer noch die Führung für seinen Vereinskollegen, für David Wrobel, und das ist der Nächste, das ist Torben Brandt vom SCC Berlin. So, hat seinen Fanclub dabei. Das hat aber übrigens David Wrobel oder beziehungsweise Martin Wierich auch, hat für 25 Freunde und Bekannte Karten besorgt. Also an mangelnder Unterstützung liegt es nicht. Also es wird nicht langweiliger, denn auch Christoph Harting muss jetzt liefern. Das kennt er schon. Also mit Druck umgehen kann er. Aber der ist wieder raus. Wieder rausgestützt, wieder ungültig. Wieder das gleiche Prinzip bei Christoph Harting. Unglaublich irgendwie bei den Voraussetzungen. Sein Bruder Robert hat mal gesagt, der hat viel bessere Hebel. Der kann viel mehr als ich. Olympiasieger ist er auch, aber der bessere Werfer ist er bei weitem nicht bislang. Aber wenn er das wahrmacht, was er verspricht oder was er angibt, worauf er hinausarbeitet, dann kann da noch viel kommen. Und ich will ihn gar nicht so sehr verurteilen, aber beurteilen müssen wir ihn. Und die Performance auch in dieser Saison ist überschaubar und es fällt einem manchmal etwas schwer, so will ich es mal formulieren, zu glauben, dass das alles Teil eines ganz großen Plans ist. Weil diese wenig erfolgreichen Auftritte, die schaden ihm ja eher, als dass sie ihm nutzen. Er hat die WM-Norm abgehakt, er hat bei den deutschen Meisterschaften teilgenommen, er kann nominiert werden, er kann nach Doha, aber er hat selber gesagt, das mache ich nur, wenn ich konkurrenzfähig bin und wenn keine Verletzung droht. Er hatte Schwierigkeiten, er hatte Probleme, Rückenschmerzen, immer wieder, die Wirbelkörper sind abgenutzt, die Rotationsbewegung, sicher kein Gesundheitssport. Aber
Auf der anderen Seite gilt das auch für alle anderen. Auf der anderen Seite hat er von langfristigen Zielen gesprochen. Und wenn es alles so dramatisch ist, dann wird es ja eigentlich nicht gehen. Also keine Weite für Christoph Harting. Wieder einmal eine enttäuschende Vorstellung. Und das Gute ist, das halte ich ihm wirklich zugute, der Mann, mit dem es sich tatsächlich auch wirklich lohnt, sich auseinanderzusetzen und uns zu unterhalten. Er wirkt auch enttäuscht. Also ich glaube, das wurmt ihn schon. Auch wenn er wieder provoziert hat mit Sätzen wie, ach, wenn Wierig und Wrobel, wenn sie diesen Meistertitel unbedingt wollen, dann sollen sie sich doch holen. Für mich gibt es wenig Unwichtigeres. Also das sind natürlich Sätze, die anderen eher mit Argwohn aufnehmen. Aber die kennen den auf der anderen Seite auch schon ewig. Und man hat auch immer den Eindruck, dass Christoph Harting da auch ein bisschen hin und her gerissen ist. Er hat schon auch gesagt, dass er das Ding hier gewinnen möchte. Jetzt hat er es nicht gewonnen, hat nicht mal eine Weite, wird hier tatsächlich Letzter bei den deutschen Meisterschaften. Der Olympiasieger von 2016, Christoph Harting. Und ich hoffe trotzdem, dass er zurück in die Spur findet, dass er tatsächlich einen großen Plan verfolgt und uns alle Lügen straft und dann am Ende wieder ganz oben stehen kann. Oder dass er sich möglicherweise befreit, weil immer wieder klingt auch durch, dass all das schon auch schwer ist und nicht nur Spaß macht, sondern auch eher Job als Leidenschaft. Also wenn dem wirklich so ist, dann könnte er es ja auch einfach lassen. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Ich glaube, er kokettiert manchmal auch mit der einen oder anderen provokanten Aussage. Und wie gesagt, jede Unterhaltung mit ihm ist spannend und lohnt sich. Während sich die anderen jetzt hier entweder bereit machen für den Endkampf, also die Versuche 4 bis 6 können drei Herrschaften das Stadion wohl schon verlassen. Henrik Janssen, Merten Hove und Christoph Harting sind durch. Also ganz witzige Info am Rande. Robert Harting wird hier gerade im Stadion interviewt von den Stadionmoderatoren und sagte, dass er noch selber ein bisschen im Training ist, um nicht ganz aus der Form zu geraten und hofft, dass die Jungs noch ein bisschen Gas geben hier. Gilt auch für Daniel Jasinski, der natürlich unter ganz schweren Vorzeichen hier bei den deutschen Meisterschaften angetreten ist. Erster Wettkampf des Jahres für den Olympiadritten von 2016. Und der war doch gut. Aber rot. Rot ist die Fahne, ungültig der Versuch. Und da, ja, da hat er, glaube ich, den Ring eben nicht in sicherem Stand verlassen. Das verlangt das Regelwerk. Und ja, den Versuch konnte er offensichtlich nicht halten. War, glaube ich, selbst etwas überrascht über diese Entscheidung. Aber er merkt, also es geht doch irgendwie. David Wrobel, der macht hier irgendwie den lässigsten Eindruck. Aber der ist auch in einer komfortablen, bequemen Position. Im wahrsten Sinne des Wortes, symbolischer können Bilder kaum sein, denn er liegt in Führung.
Und das wäre schon eine tolle Story aus seiner Sicht, wenn er erstmals hier deutscher Meister werden könnte. Die WM-Norm hat David Wrobel übrigens, ebenso wie Martin Wierich und Christoph Harting, auch abgehakt mit seinem Wurf da aus Schönebeck Ende Mai. Aber wäre schon irgendwie toll, wenn die Leistung dann später in der Saison auch nochmal wieder bestätigt werden könnte. So, Maximilian Klaus im vierten Durchgang. Und dann wieder Henning Prüfer, 61-33. Er tastet sich langsam ran an diese Weite, die er in Neapel geschafft hat. Aber der war verunglückt, ganz weit rechts raus, hat sogar dieses Sicherheitsnetz touchiert. Und war dann auch eher als Flattermann unterwegs. Also das kann auch rein biomechanisch eigentlich keine Steigerung sein. 62-15 eben, nee, das war sein Bruder, Entschuldigung, 63-52 bei der Universiade. Da muss er noch ein bisschen was drauflegen. So, Torben Brandt, der schon persönliche Bestleistung geschafft hat und man höre und staune momentan auf dem Bronzerang steht, also das wäre für ihn beim Heimspiel hier im Berliner Olympiastadion eine tolle Angelegenheit. Und seine persönliche Bestleistung hat er auch relativ deutlich gesteigert. Um 1,29 Meter, das ist schon was. Also, er kann jetzt mäkeln und locker an die Sache rangehen, denn er hat eigentlich sein Soll ja schon erfüllt. Und da haben wir mal gesehen, was die Herrschaften machen, damit vielleicht bei dem einen oder anderen feuchten Händchen der Diskus nicht zu früh verloren geht. Also auch hier Magnesia im Einsatz haben wir heute Vormittag schon bei den Stabhochspringerinnen gesehen. Ist ja klar, da geht es auch um den richtigen Griff am Wurfgerät. So, 1,5 Drehungen. Jetzt auch wieder rückwärts gewandt, eröffnet von Martin Wierich, der mal weiter links rausgeht und hinüber über die gelbe Linie. Und das dürfte jetzt im vierten Versuch die Führung sein für den Favoriten. Meter 65, das ist klar die Führung für Martin Wierich und erneut die WM-Norm. Also da kann er dann sein Ziel verfolgen, endlich nach 2015 wieder einmal in ein Weltmeisterschaftsfinale einziehen. Das will er unbedingt und sein anderes Ziel heißt erstmals deutscher Meister werden. Dem ist er jetzt auch nahe gekommen.
So, die Reihenfolge im vierten Durchgang geändert. Sie haben es bemerkt, Frobel wirft jetzt immer nach ihm, also kontert. Aber 65-39 ist für Wrobel natürlich schon absoluter Grenzbereich, besonders im Stadion. Der ging auf 62-31. Keine Steigerung für David Wrobel. Also hier wurde gerade die Zuschauerzahl verkündet. 26.200 sollen es sein. Wird sich im Fernsehen nicht so richtig darstellen, da die meisten auf der Haupttribüne sitzen. Ob dann die Zahl am Ende tatsächlich 100%ig stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht nachzählen. Daniel Jasinski in seinem fünften Durchgang, hadert auch noch ganz schön. Aber ist ja klar, also nach so einer langen Verletzungspause muss er da auch erst wieder Routine reinbekommen und wahrscheinlich technische Schwächen wieder loswerden, die sich dann auch gerne nach solchen Verletzungen mal einschleichen, weil man dann doch Schutzbewegungen macht, Ausweichbewegungen. Clemens Prüfer, der Nächste. Gehört. Zufrieden ist er nicht. Der Bundeswehrsoldat. Gut, war auch wieder rot, war auch wieder ungültig. Es bleibt bei den 61,90 Meter für den Mann vom SC Potsdam. Ja, Maximilian Klaus war im ersten am stärksten. Und jetzt sind wir gespannt auf Henning Prüfer, der, ich habe schon mal gesagt, der hier mit seinem Bruder 2007 bei Deutschland sucht den Supersprinter dabei war, als das Gustav im Vorprogramm diese Idee entwickelt hat, die es bis heute gibt. Auch kein geringerer als Fußballprofi Lukas Klostermann hat ja mal diesen Wettbewerb bestritten. Ja, die Miene bei Martin Wierig hat sich doch einigermaßen aufgehellt. Er wirkt jetzt dann schon eine ganz schöne Portion entspannter, ist ja auch klar. Irgendwie wäre das schon was, wo er von einem Fluch ausgehen müsste, wenn er auch unter diesen Vorzeichen es nicht schaffte, deutscher Meister zu werden. Christoph Hartin besiegt ihn heute nicht mehr, das steht fest.
Die anderen sind theoretisch in der Lage, aber so richtig zutrauen tue ich höchstens seinem Vereinskameraden, ihm hier David Wrobel. Wenn dem ein Lucky Superpunch gelingt, dann könnte die Goldmedaille nochmal in Gefahr geraten. So langsam spitzt es sich zu, so langsam bereiten sich alle vor. Torben Brandt, sicher einer der Gewinner jetzt schon dieses Finales mit der einzigen persönlichen Bestleistung und momentan Rang 3. Das wäre ein toller Erfolg für den Mann vom SCC Berlin. So, kann er noch was draufsetzen? Ist oft schwer, wenn die Bestleistung schon aufgestellt wurde, das nochmal zu toppen. Gelingt ihm hier auch nicht. Aber hat eine Menge Spaß jetzt in diesem Wettkampf. Kann das alles locker und leicht nehmen, auch wenn es mal schief geht. Man sieht immer so einen Grund lachen. Schöne Bilder. Klassisches Verhalten, nachdem das Ziel eigentlich schon erfüllt ist, nämlich die bestmögliche Leistung beim wichtigsten Wettkampf des Jahres, der die deutschen Meisterschaften ja sind für die meisten Teilnehmer hier. Wie viel sind es nochmal? Ich hatte es schwarz auf weiß. 967 Teilnehmer aus 204 Vereinen in 36 Wettbewerben. Das nennt man wohl Großveranstaltung. Also für die meisten ist das hier das wichtigste Ding des Jahres. Für die wenigen, im Verhältnis wenigen Topstars ist es eben eine mehr oder weniger Durchgangsstation oder eben die Qualifikationsmöglichkeit überhaupt für den internationalen Höhepunkt für die Weltmeisterschaften, in diesem Fall in diesem Jahr in Doha in Katar. Also, ungültiger Versuch von Martin Wierig, der das jetzt aber auch sportlich und locker nimmt und dann also wieder die Möglichkeit für David Wrobel noch zu rütteln am Thron von Martin Wierig. Kann er ihn noch darunter schubsen? Kräftemäßig sind die wahrscheinlich auf ähnlichem Niveau. Ja, der fliegt gar nicht so schlecht. Aber das ist eben, glaube ich, ungefähr das, was er kann. Auch wenn er jetzt kein optimales Flugverhalten hatte. Ungefähr das, was er so kann, was realistisch ist für David Wrobel. 63 Meter im Stadion. Seine Bestleistung und seine Saisonbestleistung. Beide geworfen in Schönebeck. Ohne Tribünen drumherum. Eher Abteilung Segelwiese. Aber er genießt den Wettkampf jetzt auch. Er ist ja Realist. Er weiß, dass es irgendwo schräg gewesen wäre, wenn er jetzt ausgerechnet hier deutscher Meister würde. Aber eine Chance, eine vage Chance bleibt ihm noch. Jetzt wird Lukas Koller den abschließenden sechsten Durchgang eröffnen. Und mit Mut und Kraft, so zu lesen auf dem Tattoo von David Wrobel, geht es dann in die finale Runde dieses Diskusfinales bei den Deutschen Meisterschaften 2019. Gültiger noch, Lukas. Komm. Das wär's für Lukas Koller, wenn er nochmal die weiße Fahne hochgehen würde. Aber er geht vorne raus, weil es keine Verbesserung darstellt.
Also es bleibt bei seinen 57,47 Meter aus dem ersten Durchgang und 5 ungültigen Versuchen für Lukas Koller, der 8. der deutschen Meisterschaft. Ja, und dann können wir auf den Olympiadritten von 2016 schauen. Daniel Jasinski, findet er noch irgendwie den Dreh, den richtigen? Irgendwo aus der Trickkiste, einen muss er ja nur treffen. Der könnte noch eine Medaille holen dann, klar. Ah, der stürzt ab. Also ich glaube nicht, dass das... Ja, schauen wir nochmal hin. Aber natürlich nicht für den Sieg. Auch nicht für Platz 2. Aber Platz 3. Nee. 61,99. Also 60 cm hinterm Bronzerang. Platz 4 für Daniel Jasinski bei seinem Comeback in den Diskusring. Er wird, so ist es höchstwahrscheinlich, alles ausrichten auf die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, auf Tokio 2020. Das wird für Maximilian Klaus voraussichtlich ein relativ hoffnungsloses Unterfangen. Aber das Schöne ist ja, dass alle auch ihre individuellen Ziele haben. Das kann eine Weite sein, eine Platzierung bei deutschen Meisterschaften, der Titel im jeweiligen Bundesland. Der Sport hat so viele Facetten und wir haben es ja gesehen über die 110 Meter Hürden. Jemand wie Jan Cinci-Lords, der mit 41 nach 10 Jahren Wettkampfpause die Liebe zu seiner alten Disziplin wiederentdeckt hat und immer noch ins Finale rennt. Das sind doch auch schöne Geschichten, die hier bei deutschen Meisterschaften geschrieben werden. Henning Prüfer, momentan 6. hinter seinem Bruder Clemens. Dabei ist er eigentlich der mit der besseren Vorleistung. Aber das konnte er heute nicht zeigen, also 61,33. Das Brüderduell geht an Clemens, an den 2 Jahre jüngeren, an den zweiten der U23 Europameisterschaften. Da haben wir ihn. Der eine bevorzugt den österreichischen Energiedrink, der andere schnödes Wasser. Und vorher zieht David Wrobel seine Kraft für den letzten Durchgang. Aber der ist noch gar nicht an der Reihe. Erstmal Kamerad Clemens. Kleiner Hinweis für alle, die das 110 Meter Hürdenfinale erwartet haben, möglicherweise schnell umswitchen. Im Fernsehsignal findet das jetzt statt. Also haben wir im Prinzip 3 Kanäle, Streaming 1 und 2 und das TV-Signal. Also die Leichtathletik-Fans müssen und können nichts verpassen.
Wir ziehen hier das Diskusfinale durch. Das ist der Service für alle Interessierten im Technikbereich. So, Clemens Prüfer, der jetzt noch die Chance hat, sich hier zu verbessern. Position 5 momentan, aber das war es nicht. Etwas unterm Radar durchgeflogen, der Flattermann zum Abschluss für Clemens Prüfer. Ja, Torben Brand kann es auch locker nehmen, denn er hat ja schon tollen Erfolg gefeiert. Persönliche Bestleistung 62,59 und jetzt steht auch fest, dass er die Bronzemedaille sicher hat. Insofern ist das ein toller Tag für den Mann vom SCC Berlin, für Torben Brand. So, David Wrobel zum letzten. Sechster Versuch für den Mann vom SC Magdeburg, der jetzt noch die, ich hab's gesagt, vage Chance hat, seinen Vereinskameraden da vom Thron zu schubsen. Aber da muss er richtig einen raushauen und der reicht nicht. Also, er bricht da förmlich in sich zusammen, aber ich glaube, am Ende des Tages wird er mit diesem Ergebnis auch leben können. Jetzt ist es schon soweit und habe ich da möglicherweise ein kleines Tränchen schon bei Martin Wierig gesehen, der ja durchaus ein emotionaler, sanfter Typ ist, auch wenn er optisch ganz anders
daher kommt. Zum ersten Mal in seiner langen Karriere ist sein Vereinskamerad, ist der Trainingspartner von David Wrobel, deutscher Meister. Und das ist doch ehrliche, schöne Freude. Hier haben wir ihn, Martin Wierich. Immer war ein Harting im Weg. Dieses Mal war einer dabei, das wollen wir festhalten. Aber der hat es nicht hinbekommen. Und jetzt ist er deutscher Meister, WM-Norm ein weiteres Mal bestätigt und kann jetzt ganz befreit noch einen draufpacken. Aber der war ein bisschen flach, macht gar nichts. Jetzt darf gefeiert werden mit den 25 Freunden und Familienangehörigen. Auch seine Freundin Anna Rü, ebenfalls Diskuswerferin, wird sicherlich sehr emotional darauf reagieren. Wie lange hat das gedauert? Ich habe es gesagt, war 12-mal im DLV-Dress bei internationalen Meisterschaften dabei. Aber noch nie hat er den nationalen Titel errungen. Und heute feiert er seine Premiere mit einer sehr respektablen Weite. 65,39 Meter für den neuen deutschen Diskusmeister Martin Wierich vom SC Magdeburg. Und da haben wir Armin Lemme, sein Coach, für den das natürlich auch ein toller Erfolg ist, wenn ich mich da nicht getäuscht habe. Ja, und wie man das Kopfschütteln jetzt werten und interpretieren soll bei David Wrobel, ich glaube nicht, dass er wirklich unzufrieden ist. Er hat ja vorhin schon breit gegrinst. So, mit diesen schönen Bildern vom neuen deutschen Meister im Diskuswurf können wir uns mal wieder auf die blaue Bahn begeben.